Liebe Brüder und Schwestern, Christus, der König, der Könige, er ist der Herr aller Mächte und Gewalten. Ja, das feiern wir heute an diesem Christkönigsfest. Jesus ist der Herr, der Herrscher, dem alle Macht gegeben ist. Auch wenn das viele Menschen bezweifeln, in Frage stellen oder gar verleugnen. Aber Jesus sagt uns im heutigen Evangelium: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er sagt es zu Pontius Pilatus, als er in seiner Passion vor ihm steht, vor Pilatus, der ihn dann zum Tod verurteilen wird. Ja, was hast du getan, fragt er ihn. Was hast du getan, dass man dich so hasst, dass man den Tod fordert? Ja, Jesus, er möchte auch Pilatus erinnern daran, wer der wahre Gott ist. Er möchte auch Pilatus, diesen heidnischen Statthalter, dazu bringen, dass er an ihn glaubt, an den Sohn Gottes. Und Jesus bezeugt selber: Ja, ich bin ein König. Aber Jesus ist nicht ein König für diese Welt, der mit irdischen Heeren kämpft, der Gewalt anwendet, der in den Krieg zieht, der Waffengewalt anwendet, der tötet, der anderen Menschen das Leben nimmt. Denn Jesus selber ist das Leben, das sich hingibt für uns. Jesus möchte ja in den Herzen der Menschen herrschen, mit seiner Liebe, denn er liebt uns mit göttlicher Liebe, mit einer unfassbaren Liebe, die wir gar nicht begreifen und uns gar nicht ausdenken können. Und der Apostel Johannes bezeugt, dass Gott selber diese Liebe ist und sie triumphiert immer, auch wenn sie scheinbar ohnmächtig ist. Ja, in der Passion Jesu scheint diese Liebe und Wahrheit Gottes ja eine Niederlage zu erleiden. Sie scheint ohnmächtig, machtlos, wehrlos zu sein. Aber wir als Getaufte, als Glaubende wissen, dass ja Jesus hindurchgegangen ist durch sein Leiden. Er hat uns durch sein Kreuz erlöst, durch seinen Tod. Er hat uns reingewaschen durch sein eigenes Blut von aller Schuld, von allen Sünden. Er hat das Grab aufgesprengt, er ist glorreich auferstanden. So ist er wirklich der wahre und einzige König des Himmels und der Erde. So offenbart er sich wirklich als der Allmächtige, als der wahre Sohn Gottes, der Retter und Erlöser der Welt. Ja, Jesus ist unser Retter, unser Erlöser. Darüber dürfen wir uns freuen. Er hat die Mächte der Hölle überwunden. Er hat den Teufel, die bösen Geister, ja alles besiegt, was nicht Gottes ist. Alle Lüge, alle Irreführung. Ja, er befreit uns wirklich. Und wenn er, Jesus, uns frei macht, sind wir wirklich frei unter der Herrschaft Gottes. Ja, Jesus befreit uns von der Last der Sünde, von der Schuld, von der aller Dunkelheit, von allen Mächten und Gewalten, die nicht sein sind, von allen Geistern, die nicht Gottes Geister sind. Ja, wo Gott nicht herrschen kann, da ziehen andere Geister ein. Ich habe in dieser Woche während der Exerzitien mich mit einem Zeugnis beschäftigt. Vielleicht kennen Sie diese Frau, sie bezeugt, dass sie einmal ganz weit weg war von Gott, obwohl sie das gar nicht so richtig erfasst hat.
Es ist ein kleines Büchlein, das im Miriam Verlag erschienen ist. Das heißt Die Yoga-Falle. Vielleicht haben Sie das schon gelesen. Es ist wirklich erschütternd, was diese Frau, sie heißt Marga Lauer, bezeugt. Ganz ahnungslos kam sie hinein in dieses Yoga. Sie dachte, ja, das ist etwas Gutes. Da kann ich Heilung, Heil, Befreiung erfahren. Da kann ich zur Ruhe kommen. Aber es ist wirklich eine Falle. Es ist nur ein Beispiel dafür, wie manchmal der Lügner, der Vater der Lüge, der Teufel die Menschen verführt. Von Christus weg, der ja unser wirklicher König und Herr sein möchte. Und ohne es zu merken, kam diese Frau immer mehr weg von der Kirche, vom Glauben. Anfangs dachte sie ja, es gibt ja auch ein christliches Yoga, man kann ja auch sozusagen im Yoga Christus verehren und anbeten. Aber immer mehr kam sie hinein in den Götzendienst, sie wurde immer mehr hineingezogen in die Finsternis. Weil wenn jemand Yoga betreibt, dann verehrt er die Götzen des Hinduismus. Sie begann immer mehr diese Götzen aus Indien zu verehren, diese Hindu-Götter, dieses Joch auf sich zu nehmen, dieses Yoga heißt ja auch Joch, und wurde immer mehr versklavt, immer unfreier. Die Finsternis, die bösen Geister, sie verführten sie immer weiter weg von Christus, vom Glauben. Aber Gott sei Dank wurde sie dann auch befreit von diesen dunklen Mächten. Ja, so müssen wir auch immer wachsam sein, auf Christus schauen und ihm vertrauen und uns auch der Mutter Gottes anvertrauen, uns ihr, ihrem unbefleckten Herzen weihen. Sie ist ja die Königin des Himmels, sie ist die Königin aller Heiligen, die Königin der Engel, dass sie uns zu Hilfe kommt mit ihren Heerscharen, dass wir wirklich ganz Christus gehören und uns nicht täuschen lassen von manchen modernen Lehren, die so in sind, die manchmal so sanft, so angenehm, ja so sympathisch daherkommen, dass wir wachsam sind und nicht ja, der Finsternis Raum geben, sondern Jesus, dem wahren Licht. Er ist unser Herr, unser Retter. Und Maria bringt uns immer wieder neu hin zu Jesus, dem König der Herrlichkeit, der unser Friede ist. So können wir erfüllt von der Kraft des Geistes Gottes diese Wahrheit bezeugen, die Wahrheit des Glaubens. Jesus sagt ja, ich bin gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Jeder, der auf die Wahrheit hört, ja, der die Wahrheit sucht, hört auf meine Stimme. Ja, hören wir auf Jesus. Er ist der Weg, die Wahrheit. Er ist unser Leben, unser Glück, unser Friede und Heil. Er möchte auch unser Leben vollenden in seiner ewigen Freude, in der ewigen Herrlichkeit beim Vater. Amen.